Unser Team nennt sich Carpe Noctem und der Roboter heißt Stummel. Dieser spezielle Roboter, Stummel, kann sich in einem unbekannten Gelände orientieren. Er kann Objekte erkennen, er kann Wege planen zu den Objekten, diese Objekte erfassen und auch wieder zu einer sogenannten Basisstation zurückbringen. Das Team besteht aus zwei Doktoranden, Tarek und Daniel, die als wissenschaftliche Mitarbeiter hier am Fachgebiet arbeiten, und einer studentischen Hilfskraft, dem Tobias, der uns unterstützt bei den Implementierungen und bei der Durchführung der Experimente. Die komplette Hardware von dem Roboter haben wir von einem vorigen Projekt namens Impera. Wir sind ein recht kleines Team, deswegen ist es auch recht schwer, wenn wir noch so viel uns mit der Hardware beschäftigen müssen. Und so können wir uns mehr auf die Software konzentrieren. Da wir auch nur aus Informatikern bestehen, ist das auch unsere Stärke. Carpe Noctem kommt ursprünglich daher, dass viele dieser Aktivitäten zum Aufbau des Teams, zum Bau der Roboter, auch abends und zum Teil nachts als privates Hobby auch durchgeführt wurden. Insofern mussten wir die Nacht nutzen, Carpe Noctem. Ich habe die komplette Vision des Roboters programmiert, also dass er die verschiedenen Objekte erkennen kann und auch in verschiedenen Umgebungen finden kann. Also der Roboter kann am besten zurzeit das Greifen. Wir sind jetzt nur noch dabei, das Mapping und die Erkennung der Objekte ein bisschen zu optimieren, dass das dann ein bisschen zuverlässiger läuft als auf der Qualifikation. Also mich fasziniert vor allem, dass man an einem Computer quasi digital irgendwas programmiert und dann in der realen Welt physisch Ergebnisse darauf sieht. Nicht nur auf dem PC dann eine Zahl sieht, die sich verändert, sondern dass man halt eine richtige Interaktion in der richtigen Welt erlebt. Das fasziniert mich halt sehr stark daran.